Vater und Sohn. Vater und Sohn stehen neben einem Regal. Der Sohn zeigt auf das Regal. Der Sohn bittet den Vater um ein Buch. Der Vater gibt dem Sohn ein Buch, aber der Sohn will ein anderes Buch haben. Der Sohn will ein dickes Buch haben. Der Vater hat dem Sohn drei dicke Bücher gegeben. Der Sohn trägt die Bücher auf dem Kopf. Der Sohn geht davon. Der Vater wundert sich. Der Vater geht dem Sohn hinterher. Der Sohn steht auf den drei dicken Büchern. Der Sohn pflückt Kirschen von einem Baum. Der Vater lässt vor Überraschung seine Pfeife fallen.